rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11414, Lobbyismus transparent machen, Einführung eines Lobbyregisters in Nordrhein-Westfalen. Ich eröffne die Aussprache und Herr Kollege Marsching hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Lobbyisten am Stream und auf der Tribüne. Lobbyist ist jeder, mindestens in eigener Sache. Lobbyismus ist auch nicht per se schlecht. Milliardenschwere Unternehmen machen genauso Lobbyismus wie Nichtregierungsorganisationen. Intransparenter Lobbyismus ist aber per se schlecht. Denn es ist völlig in Ordnung, Kontakt zur Politik zu pflegen. Es ist nicht in Ordnung, wenn der Bürger nicht weiß, wer Kontakt zur Politik pflegt. Unser Antrag fordert die Einführung eines Lobbyregisters für Nordrhein-Westfalen. Zunächst für die Landesregierung und im Weiteren auch für diesen Landtag. Damit sollen nicht Lobbyisten an den Pranger gestellt werden. Ja, zugegeben, das Wort Lobbyismus ist negativ belastet, aber es soll eigentlich nur der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, sich zu informieren und durchzublicken. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes haben ein Recht darauf, zu wissen, welche Interessensgruppen haben welche Forderungen in einem politischen Prozess gestellt. Wer viel Geld hat, der kann auch viel Einfluss auf Politik nehmen. Ein Lobbyregister würde hier Transparenz schaffen, wer Einfluss auf Gesetze nimmt, wer seine Interessen in den politischen Diskurs einbringt und würde zu einer offeneren und transparenteren Arbeitsweise der Landesregierung und auch des Landtags führen. Nicht mehr und nicht weniger fordert unser Antrag. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Maden das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Damen und Herren. Lobbyismus, ein Begriff, und das hat der Kollege Marsching auch eben schon erwähnt, der uns immer wieder in der öffentlichen Diskussion begegnet, meist mit negativen Assoziationen wie Beeinflussung, Parteinahme, ungerechtfertigte Vorteile erlangt und so weiter. Lobbyismus wird als Mittel eingesetzt, so scheint es jedenfalls, um eigene, oft eigennützige Ziele zu erreichen, welche sich damit der eigentlichen demokratischen und transparenten Meinungs- und Willensbildung entziehen. Der Begriff Lobbyismus impliziert im allgemeinen Verständnis auch, dass durch die Einflussnahme Dritter in Entscheidungsprozessen sich der Entscheider, eine Regierung, ein Parlament in der Abwägung nur von diesen Interessen leiten lasse und die eigene sachliche und ausgewogene Meinungsbildung im Entscheidungsprozess nicht mehr stattfindet. Aber wie stellt sich der eigentliche Lobbyismus in der täglichen Arbeit dar? Was sind denn die Lobbyisten in unserer Arbeit? Sind es die Gewerkschaften im Kampf um Löhne und Arbeitsplätze? Sind es die Elternverbände im Engagement für Unterrichtsinhalte und Lehrkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher der Kita im Streik um neue Tarife, die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Caritas, AWO, Diakonie und viele andere, wenn es um ein neues Pflegegesetz in Nordrhein-Westfalen geht? Sind es Wirtschaftsunternehmen bei der Frage nach neuen Standorten, die Handwerkskammern? Die Reihe ließe sich noch lange fortsetzen und vielleicht macht meine kleine Aufzählung die Komplexität eines solchen Themas deutlich. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass sich Abgeordnete sach- und fachkundig machen, bevor weitreichende Entscheidungen getroffen werden und dass sie sich Entscheidungen allein an der Sache orientieren. Um das zu gewährleisten, nutzen wir auch externe Beratung und Informationen. Und wer ist besserer Experte, wenn nicht der, den es selbst betrifft? Es gehört zu unserem parlamentarischen Alltag, die verschiedensten Fachleute, und zwar immer auf Vorschlag der einzelnen Fraktionen, zu Sachverständigenanhörungen und Expertengesprächen einzuladen. Alle diese Gremien tagen übrigens öffentlich. Was will ich damit sagen? Lobbyismus spielt sich nicht immer nur in dubiosen Rahmen ab. Viele gesellschaftlich anerkannte Interessengruppen haben ihre eigene Vertretung, ihre Lobby, die natürlich für ihre Interessen eintritt. Bürgerinitiative, Vereine, alle engagieren sich für ihre Anliegen. Und das gehört auch gesagt,
Die Verbände sind an allen Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. Unsere Aufgabe in Regierung und Parlament liegt darin, ausgewogen zwischen den unterschiedlichen Interessen zu unterscheiden. Unsere Aufgabe liegt darin, zu erkennen, wo ist die ungerechtfertigte Einflussnahme Dritter zugunsten von Einzelinteressen und wo geht es tatsächlich um eine Entscheidung im Sinne unseres Gemeinwohls. Ob uns in dieser Abwägung ein Lobbyregister NRW unterstützen kann, wird die weitere Beratung des Antrages in den Fachausschüssen zeigen. Und dabei werden wir dann vermutlich Sachverständige zum Thema Lobbyismus heranziehen und anhören, womit wir dann auch schon mitten im Thema wären. Der Überweisung stimmen wir als SPD-Fraktion natürlich zu. Vielen Dank. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Krücke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörer. Ich möchte für die CDU-Fraktion deutlich machen, dass wir dem Thema des Gegenstands der Piraten, Lobbyismus transparent zu machen, grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Die Piraten beantragen, den Antrag federführend an den Hauptausschuss zu überweisen und den Innenausschuss zur Mitberatung vorzusehen. Wir begrüßen die Überweisung ausdrücklich, da dieser Antrag mit seinen umfangreichen Forderungen im Abschnitt Römisch II in diesem Plenum in einer Block-1-Debatte kaum sachgerecht geführt werden kann. Deshalb möchte ich heute nicht auf Ihre konkreten Forderungen eingehen. Das machen wir im Ausschuss ohne Zeitdruck. Ich möchte auf zwei Parallelen zum Antrag hinweisen. Erste Parallele: Die Kollegen im Deutschen Bundestag haben am 19. März 2015, also ziemlich genau vor einem Jahr, den interfraktionellen Antrag Transparenz schaffen, verbindliches Register für Lobbyistinnen und Lobbyisten einführen, beraten. Der Antrag hatte Änderungen der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zum Gegenstand, die bereits ein seit dem Jahr 1972 bestehendes und bis heute fortgeführtes und immer wieder aktualisiertes Lobbyregister vorsieht. In diesem Register werden zurzeit von rund 2000 Verbänden die Namen, die Zusammensetzung von Vorstand und Geschäftsführung, der Interessenbereich, die Mitgliederzahlen und weitere Daten geführt. Die Eintragung in diesem Register ist die Voraussetzung dafür, bei Anhörungen im Deutschen Bundestag eingeladen zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Fraktion hat eine große Sympathie für eine analoge Regelung zu denen im Deutschen Bundestag. Diese Regelungen sollten wir aber in aller Ruhe diskutieren. Damit komme ich zur zweiten Parallele. Mit Datum vom 6. Oktober 2009 hat die SPD-Fraktion hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen die Einführung eines Transparenzgesetzes gefordert. Die Tatsache, dass wir heute nach 6 Jahren Regierungszeit von Rot-Grün keinen Bericht kennen, der den damaligen Ansprüchen der SPD genügt, macht deutlich, dass die derzeitige Landesregierung wenig Engagement in dieser Sache entwickelt hat. Hieran hat ein Antrag der Piraten zum Thema NRW braucht ein Transparenzgesetz, der am 9. November 2012 hier im Plenum beraten wurde, nichts geändert. Wenn wir in den zurückliegenden 6 Jahren keine Lösung zur Handhabung, insbesondere des Lobbyismus, gefunden haben, habe ich Zweifel, dass uns das sachgerecht bis zum Ende dieses Jahres gelingen wird, wie die Piraten dies fordern. Die CDU-Fraktion stimmt der Überweisung des Antrages zu und erwartet eine sachgerechte Diskussion im Ausschuss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Krücke. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Mostofisade. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, dass die Piratenfraktion doch einigermaßen lustlos dieses Thema jetzt hier angegangen ist. Denn ich kann Ihnen sagen, ich finde das ein sehr beachtliches Thema, was wir sehr differenziert diskutieren sollten. Und wir Grünen stehen auch sehr eindeutig für mehr Transparenz in der Politik. Und
Und wir haben in den vergangenen Jahren, jetzt sind Sie wach geworden, ich weiß gar nicht warum, hätten Sie vorhin mal bei der Rede machen sollen und vielleicht beim Verfassen des Antrages. Wir stehen für einen Dialog mit der Gesellschaft und da möchte ich allerdings auch schon an das anknüpfen, was Kollegin Waden von der SPD gesagt hat. Lobbyismus ist für sich nicht immer was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, wenn Menschen hier im Landtag gegenüber den Politikerinnen und Politikern ihre Interessen vortragen können, wenn Sozialverbände, wenn Gewerkschaften oder wenn auch Initiativen Zugang nicht nur zum Parlament, sondern auch zu einzelnen Abgeordneten haben. Wichtig dabei ist aber was anderes. Und da hat die Kollegin auch darauf hingewiesen, wir brauchen Transparenz darüber. Da sind wir mit der Zielrichtung Ihres Antrages sehr einig. Und besonders ist die Transparenz dann wichtig, wenn Vertreterinnen der Regierung direkt unmittelbar angesprochen werden und wenn diese Kontakte stattfinden. Dann sind wir sehr dafür, dass diese Kontakte transparent gemacht werden, wenn der Austausch klar ist und auch klar wird, woher dieses Ansinnen kommt. Da sind wir sehr nah bei Ihnen. Allerdings sind wir auch sehr dafür, dass wir das differenziert diskutieren. Ihr Antrag bietet dafür keine besonders gute Grundlagen. Deswegen ist es vernünftig, dass an den Hauptausschuss, an die anderen fachberatenden Ausschüsse verwiesen wird. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch auf was anderes hinweisen. Mir macht es schon Probleme, wenn ich einige Kolleginnen und Kollegen mir anhören muss, die Politik als Ware verkaufen, die vom Markendesign in der Politik sprechen, die eher Designsprache, also die Marke Politik setzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Ihre Partei scheint ja besonders anfällig zu sein. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, weil es hier im Landtag gar nicht so furchtbar lange her ist und es war auch vielleicht nicht so ganz wahlunentscheidend im Jahr 2010, dass die CDU sich damit einen Namen gemacht hat, dass man sich den Zugang zum Ministerpräsidenten Rüttgers, damals firmiert unter Rent Rüttgers, Zugänge auf Parteitagen offenbar in einem Konzept erkaufen konnte. Das sind Auswüchse, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir ausdrücklich nicht haben wollen. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Transparenz kommt und dass die Interessenvertretung auch nicht eins zu eins sinnvoll ist, sehen wir unter anderem am VW-Skandal. All das, was dort vorgetragen worden ist, all das, was zu mehr Vertretung der Interessen angeblich der Firmen führen sollte, war ein kurzfristiger Erfolg, weil die Normen so gemacht worden sind, wie sich VW das vorgestellt hat. Der Schaden, der volkswirtschaftliche Schaden, der entstanden ist, ist, glaube ich, weitaus größer als das, was durch Transparenz und durch mehr Diskussionen in der Öffentlichkeit hätte verhindert werden können. Und ich will auch nicht verschweigen, dass ich es einigermaßen merkwürdig finde, wenn beispielsweise Eckart von Kladen erst die Interessen im Bundestag vertritt, um dann wenige Monate später Autolobbyist werden zu können. Das sind alles Dinge, die können wir als Politikerinnen und Politiker nicht gutheißen. Deswegen ist dieser Antrag sinnvoll und deswegen stimmen wir auch der Überweisung ausdrücklich zu. Wir sind für Herr Kollege, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Krückel? Von wem? Von Herrn Kollegen Krückel. Bitte. Bitte. Herr Kollege Mustafizade, wenn Sie den Kollegen von Kläden ansprechen, gibt es für Sie einen Unterschied, ob zum Beispiel Arbeitnehmervertreter in Ministerien wechseln, wie das im Arbeitsministerium des Deutschen Bundestages mit vier parlamentarischen Staatssekretären der Fall ist, die dort ihre Interessenarbeit als Ex-Gewerkschafter fortsetzen? Oder gibt es einen Unterschied in Ihrer Wahrnehmung dazu, dass Leute aus der Politik in die Wirtschaft wechseln? Herr Kollege Krückel, wir hätten Sie jetzt Ross und Reiter vielleicht auch nennen können, dann wäre das transparenter gewesen. Ich weise auf folgenden Sachverhalt hin. Ja, selbstverständlich gerne. Mir geht es um was anderes. Mir geht es um folgenden Vorgang. Eckart von Kladen war im Bundeskanzleramt tätig und hat mit dafür gesorgt, dass die EU-Abgasnormen verwässert worden sind. Kurze Zeit später wechselte dieser Eckart von Kladen als Autolobbyist in die Wirtschaft. Das hat einen eindeutig negativen Nachgeschmack und das möchte ich hier so nicht haben, Herr Kollege. Und ich mache da auch keinen Unterschied, ob das CDU, Grüne oder SPD ist. So. Der Antrag, den Sie vorgelegt haben, hat eine wichtige Zielrichtung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Er hat allerdings relativ wenig Substanz, deswegen muss er in die Ausbildung
Ausschüsse rein. Und ich weise auch noch einen anderen Punkt hin. Wir müssen uns auch immer überlegen, wie viel Aufwand treiben wir mit der Transparenz und wie viel Nutzen haben wir davon. Wir haben hohen Aufwand damit getrieben, sehr und sehr früh als erste Fraktion deutlich vor Ihnen, beispielsweise das, was wir an Einkünften haben, transparent zu machen, sehr dezidiert bis auf den Euro hinaus auszuweisen. Sehr, sehr hoher Aufwand. Die Zugriffe allerdings, die auf diese Punkte genommen werden, sind eher überschaubar. Deswegen ist es sinnvoll, wenn sich die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Fraktionen Gedanken darüber macht, wie dieses Register aussehen kann. Mit Ihrem Antrag wird das nicht ausreichend sein. Die Zielrichtung ist richtig. Wir sollten uns Gedanken machen und ein vernünftiges Konzept am Ende des Tages vorlegen. Vielen Dank, Herr Kollege Moscovici-Sardi. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lobbying ist Interessenvertretung und gut und richtig und auch notwendig in einer lebendigen Demokratie. Weil es ist schon gerade richtig erwähnt worden, es geht eben auch um den Dialog mit der Gesellschaft, auf den jeder von uns hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag, aber auch in allen anderen Parlamenten auch angewiesen ist. Durch den technologischen Fortschritt und die mit ihm einhergehende zunehmende Zahl verfügbarer und auch für eine Entscheidungsfindung regelmäßiger, notwendiger Informationen sind die Strukturen moderner Gesellschaften, aber auch parlamentarischer Entscheidungsprozesse in den vergangenen Jahrzehnten immer komplexer geworden. Informationen sind die Grundlage parlamentarischer Abwägungen und Entscheidungen und auch bei jedem einzelnen Abgeordneten. Aufgrund der zunehmenden komplexeren zu entscheidenden Sachverhalte verlangen die Entscheidungsnotwendigkeiten oftmals weniger den Generalisten, sondern zunehmend mehr spezialisierte Abgeordnete. Und die Informationsbeschaffung erfolgt dann eben auch typischerweise unter Rückgriff auf externen Sachverstand, von denen wir uns Informationen für die parlamentarische Arbeit auch erhoffen. Und das hat man alleine schon in den vergangenen Jahren hier bei uns im Landtag gut beobachten können. Die Zahl der Sachverständigenanhörungen und Expertengespräche ist von Jahr zu Jahr eigentlich hat es zugenommen. Wir fragen immer mehr externe Sachverständige auch um Rat. Und Herr Kollege Krückel, ich möchte mir gerne, wie, glaube ich, alle anderen Fraktionen hier im Haus, auch die Freiheit nehmen, die Sachverständigen und Experten einzuladen, die wir dafür für notwendig erachten und nicht von der Frage abhängig machen, ob sie in ein Register eingestellt sind oder nicht, weil die Anhörungen ja öffentlich sind. Meine Damen und Herren, diese Praxis der Sachverständigenanhörung ist aus meiner Sicht auch nicht zu beanstanden, auch die Hinzuziehung von externem Sachverstand nicht, weil ja die Entscheidung unmittelbar durch die Abgeordneten selbst erfolgt und eben nicht durch die zur Informationsgewinnung herangezogenen Dritten. Der Antrag der Piraten drückt nicht nur den Zweifel an der Entscheidungssouveränität der Abgeordneten aus, sondern offenbart auch ein massives Misstrauen gegenüber jenen dritten Personen, deren Sachverstand sich das Parlament, seine Fraktionen oder die einzelnen Abgeordneten auch zunutze machen wollen. Es wird nicht unterschieden, zum Beispiel aus welchem Grund es zu einer Kontaktaufnahme oder Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Parlaments oder der Landesregierung und einem Dritten kommt. Die Reduktion auf Kennzahlen berührt das freie Mandat aller Abgeordneten, indem eben dazu gezwungen werden soll, für jeden einzelnen Kontakt zu Angaben zur Initiative, Angaben zur Initiative die mit diesem Kontakt auch in das Register einzustellen. Möchte beispielsweise der oder die Abgeordnete sich des vermuteten Fachwissens eines Verbandsvertreters bedienen, wäre der auf Initiative des oder der Abgeordneten angebahnte Kontakt anschließend im Register zu vermerken. Meine Damen und Herren, ich habe dazu in der Tat ein anderes Verständnis der freien Mandatsausübung. Danke, ich möchte gerne hier in diesem Kontext auch vortragen, Herr Kollege Schulz. Ich sehe in dem Antrag der Piraten sicherlich einen sinnvollen Anstoß, hier eine Diskussion darüber zu beginnen, wie eben nachvollziehbar Partikularinteressen und ihre Interessenvertretung eben in den parlamentarischen Entscheidungsprozessen abgebildet werden können, weil wir ja als Abgeordnete eben den Interessen des Gemeinwohls verpflichtet sind. Wenn aber die in dem Piratenantrag geäußerte Grundannahme vom fremdbestimmten Abgeordneten hier greifen sollte,
der sich... Herr Kollege, dann schreiben Sie das in Ihren Antrag auch ausdrücklich rein. Hier geht es nämlich eben um das Parlament und nicht um die Regierung. Sie nehmen Anleihen an dem EU-Transparenzregister. Und im Unterschied zu dem EU-Transparenzregister sollen eben diese nordrhein-westfälischen Regelungen pflichtig sein und eben nicht freiwillig ausgestaltet werden. Bei der EU-Regelung gibt es im Übrigen auch für die Kommission, was dann vergleichbar wäre mit der Regierung, auch strengere Verpflichtungen. Dem kann man auch in der Tat folgen. Allerdings würde, selbst wenn man Ihrem Antrag dann an der Stelle entsprechen wollte, hier ein bürokratisches Monster entstehen, was wir auch auf der europäischen Ebene nicht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden das notwendigerweise im Ausschuss weiter und detaillierter diskutieren. Ich glaube, der Antrag der Piraten hier an dieser Stelle greift erheblich zu kurz, weil wir das Interesse, dass wir eben unsere Entscheidungsprozesse in den Parlamenten auch stärker den Bürgerinnen und Bürgern erklären wollen und diese auch erkennbar sein wollen, nachvollziehbarer machen wollen. Das Anliegen sollte uns auch einen, aber der Antrag hier beinhaltet keine zielführenden Regelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Transparenz ist ein Wert an sich für diese Landesregierung allemal. Wir gehen mit Open NRW und dieser Strategie einen wichtigen Schritt in diese Richtung Transparenz. Wir haben weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es ist von verschiedenen Rednern schon festgehalten worden, dass Lobbyismus erstmal nichts grundsätzlich Verwerfliches ist. Dieses Parlament, diese Landesregierung kann nicht mit 18 Millionen Nordrhein-Westfalen darüber reden, wie sie ihr Leben organisieren möchten, was die Landesregierung dafür tun soll. Das ist gut, dass sich Interessen immer bündeln und so sprachfähig werden gegenüber der Politik. Es gibt auch gesellschaftlich hoch anerkannte Interessensgruppen wie Wohlfahrtsverbände, wie die Kirchen, wie die Gewerkschaften, wie die Arbeitgeberverbände und nicht zuletzt die kommunalen Spitzenverbände, die diese Funktion wahrnehmen. Meine Damen und Herren, wir sind schon jetzt mit der gemeinsamen Geschäftsordnung für alle Ministerien auf dem Weg, diese Transparenz auch darzustellen, auch mit unseren Aktivitäten im Bereich der Korruptionsbekämpfung, der Korruptionsprävention haben wir für die notwendige Sensibilität unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesorgt. Wir verschärfen regelwidrige und unerwünschte Einflussnahmen. Meine Damen und Herren, Sie beschreiben, von den Piratenfraktionen, Sie beschreiben in Ihrem Antrag, dass immer weniger Menschen zur Wahl gehen. Wenn das mit einem solchen Lobbyregister abzuwenden wäre oder zu ändern wäre, ich glaube, diese Erwartungshaltung ist sehr hoch. Dennoch sollte man über die dahinterliegenden Anliegen des Antrags der Piratenfraktion offen sein. Ich persönlich stelle mir einige rechtliche, aber auch praktische Fragen, wie das Ganze umzusetzen wäre. Die konkrete Ausgestaltung hoffen wir dann in den Ausschüssen diskutieren zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piratenfraktion hat Herr Kollege Marsching noch einmal ums Wort gebeten und das bekommt er natürlich auch. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, ich habe noch 3 Minuten Zeit. Ich habe ja extra wenig geredet. Ich wollte ja ein bisschen auch hören, was die anderen Fraktionen sagen. Herr Kollege Mustafizadeh, das war nicht lustlos. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, den Antrag hier steppen oder so. Ich weiß es nicht. Frau Kollegin Freimuth, Sie haben gerade über das freie Mandat geredet und ganz viel über Abgeordnete. Ich möchte Sie bitten, den Antrag tatsächlich zu lesen. Sie haben ja den Finger schon auf dem Drücker, das finde ich gut. Dann lesen Sie doch mal vor, was da steht in dem Beschlussteil Nummer 2 und wer zuerst diese Transparenzregeln durchsetzen soll, wer sie umsetzen soll. Und dann reden wir erst über den Beschlussteil unter 3, wozu der Landtag sich selbst verpflichtet. Ich glaube jetzt... Machen Sie mal. Genau. Frau Kollegin Freimuth nimmt Ihre Ansprache gerne auf, möchte Ihnen eine Frage stellen. Ich bin mir sicher, die lassen Sie zu. Natürlich. Herr Kollege Marsching, stimmen Sie mir zu, dass in Ihrem Antrag unter Römisch 3 zusätzlich werden alle Beratungen in Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Fraktionen erfasst, das eben elementar den Kernbereich des Parlaments und damit auch der Abgeordneten betrifft?
Ja, ich stimme Ihnen zu, dass mit einem Lobbyregister, das für diesen Landtag gilt, in diesen Kernbereich eingegriffen wird, dass klargemacht wird, welche Gesprächspartner haben Sie hier empfangen und mit wem haben Sie geredet. Ich glaube, dass das durchaus, so wie sich, und das wurde gerade gesagt, Anhörungen, die sind ja öffentlich, es ist eben alles protokolliert, aber es ist eben nicht öffentlich, mit wem sitzt man unten und trinkt sich einen Kaffee und redet über welches Thema. Und ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger einfach ein Recht darauf haben, das zu erfahren. Und Frau Kollegin Freimuth, Sie haben gerade von dem allgemeinen Misstrauen gegenüber der Politik geredet. Ich glaube, dass eine Politik, die sich selbst abschottet, die unter sich sein will, ein viel größeres Misstrauen hervorruft als eine Politik, die offen ist und die sagt, jawohl, wir reden mit Verbänden und in den Anhörungsprotokollen kann man das auch sehen. Aber wir sagen eben auch, mit wem reden wir, der es nicht geschafft hat, einen der 5 begehrten Plätze bei der Expertenanhörung da zu ergattern, sondern wir haben auch noch mit dem und mit dem und mit dem geredet und die haben eben auch was zu dem Thema gesagt. Und Ihr Fraktionsvorsitzender, Parteivorsitzender, Kollege Lindner, der hat 2012 schon gesagt, dass die Bürger eigentlich eine bessere Fehlerkultur fordern, dass sie mehr Offenheit wollen, dass sie mehr Transparenz vom Parlament wollen. Also das, was Sie gerade gesagt haben, das war schon sehr protektionistisch und wir müssen mal gucken und wir dürfen hier nicht allzu viel rausgeben. Jetzt möchte ich mich aber nicht nur an Ihnen abarbeiten. Ich habe an die Frau Kollegin Waden noch 2, 3 Hinweise. Sie haben gesagt, das Einholen von Sach- und Fachkunde, das wäre ja, sehr wichtig. Ich finde, das ist okay. Ich wiederhole das nochmal. Lobbyismus ist nicht per se schlecht. Die Abgeordneten, haben Sie gesagt, müssen abwägen zwischen Interessen. Ja, aber was hindert uns denn daran, dann zu sagen, dass der Bürger am Ende überprüfen kann, ob diese Abwägung eben auch stattgefunden hat oder ob nur einseitig Interessen gehört wurden? Ein solches Register wäre der richtige Schritt, so etwas offensichtlich zu machen. Und ja, die Anhörungen sind öffentlich und man kann da den Einfluss sehen, aber eben nicht, ich habe es schon gesagt, das Kaffee trinken unten in der Cafeteria. Herr Kollege Krückel, vielen Dank für die Zustimmung erstmal. Sie haben gesagt, Sie sehen noch nicht, dass das bis Ende des Jahres möglich ist. Ich sage, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Anscheinend sagen ja alle, na ja, die Idee ist gut. Wenn die Idee gut ist, dann nehmen wir doch diesen Antrag als Grundlage, dann machen wir was zusammen draus. Sie haben ja einen Vorschlag gemacht, die Bundestagsregelung eventuell entsprechend anzuwenden. Dann kann man so etwas machen, wenn der Wille tatsächlich vorhanden ist. Ich habe das gerade rausgehört. Und noch ein letztes zum Kollegen Mossofizade. Sie haben gerade lauter Beispiele genannt. Sie haben Rente Rüttgers genannt und den Kollegen, nicht Kollegen, aber Politikerkollegen van Kleden. Ich kann das erweitern. Ich kann über den Kollegen Koch reden, über den Kollegen Pofalla. Also, dass Politiker in die Wirtschaft gehen, um die Wirtschaft zu beraten. Genauso wie umgekehrt. Das ist ja öffentlich. Deswegen können wir uns ja darüber aufregen. Wenn die dann aber hier sitzen und wenn die dann hier tatsächlich Einfluss nehmen, eventuell mit ehemaligen Kollegen reden, das ist eben nicht öffentlich. Und das ist das, was wir fordern, dass das veröffentlicht wird. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Marsching. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 11414 an den Hauptausschuss federführend sowie an den Innenausschuss. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Jeweils nicht. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7.